Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Also, ich war ja schon ein bisschen erleichtert, als ich jetzt tatsächlich den Gesetzentwurf gesehen habe, weil noch in der letzten Debatte hatte ja der Herr Schwarz von der CDU-Fraktion behauptet, Hessen gehe den gleichen Weg wie Hamburg und zitierte dabei eben den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Carsten Linnemann, der eben in eine Debatte auslöste, als er die spätere Einschulung für Kinder mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen forderte. Dies hätte ja tatsächlich die Vorschulpflicht für einen Teil von migrantischen Kindern bedeutet. Aber zum Glück lag der Herr Schwarz falsch, und der Gesetzentwurf sieht eine solche Regelung gar nicht vor. Das ist tatsächlich beruhigend. Stattdessen geht es um eine verpflichtende Teilnahme an schulischen Vorlaufkursen parallel zum letzten Kita-Jahr. Eine Zurückstufung aus der Schule wegen fehlender Deutschkenntnisse soll weiterhin möglich sein. In Folge muss dann ein schulischer Vorlaufkurs bis zur nächsten Einschulung besucht werden. Das ist in der Tat etwas anderes, als was Herr Schwarz und Herr Linnemann wollen, und auch anders zu bewerten. Wie Sie selbst in Ihrem Gesetzentwurf schreiben, belegen 95 %, das ist jetzt meine Prozentzahl, die ich gelesen habe, der betroffenen Kinder bereits die aktuell noch freiwilligen Vorlaufkurse. Ich finde, das ist eigentlich ja schon ein sehr guter Wert, der auch ausdrückt, welch einen enorm hohen Stellenwert Bildungschancen insbesondere auch für migrantische Familien hat. Oft sind es aber auch Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, die Probleme mit der deutschen Sprache haben. Gerade deswegen wundert es mich eigentlich, dass Sie in der Begründung der Änderung des Schulgesetzes formulieren, dass, ich zitiere, künftig in der Regel nur Kinder zurückgestellt werden, die unterjährig aus dem fremdsprachigen Ausland zuziehen und damit nicht oder nicht ausreichend die Möglichkeit haben, an einem Vorlaufkurs teilzunehmen. Was bedeutet denn hier in der Regel? Sollen Kinder, die schon länger hier leben und vielleicht auch einen Vorlaufkurs besucht haben, nicht mehr zurückgestellt werden können? Also, das muss auf jeden Fall geklärt werden. Generell sollte die Zurückstufung von Schülerinnen und Schülern aus pädagogischen Gründen eigentlich aus dem Schulgesetz komplett gestrichen werden. Es können auch unterrichtsbegleitend Sprachkurse angeboten werden. Und viele Studien und Untersuchungen haben ja gerade belegt, dass Kinder und Jugendliche, die zurückgestuft wurden, später häufiger Probleme auf ihrem Bildungsweg und im Erwerbsleben haben. Daneben bleiben aber auch noch viele weitere Fragen offen, die im Rahmen dann von einer Anhörung diskutiert werden müssen. Mich überzeugt die Argumentation der regierungstragenden Fraktionen auch nicht, wenn sie schreiben, dass alle rechtlichen Bedenken hinsichtlich einer verpflichtenden schulgesetzlichen Regelung vom Tisch seien. Schließlich hätten andere Bundesländer ja auch Ähnliches beschlossen. Aber Sie führen ja Niedersachsen auf, aber das ist leider fehlerhaft, weil Niedersachsen regelt die Frage der Deutschforderung nämlich an den Schulen und nicht in vorgelagerten Vorlaufkursen. Also auch Fragen der rechtlichen Einschätzung müssten dann in der Anhörung geklärt werden. Positiv zu erwähnen ist, dass Sie an die Schulbeförderung zu den verpflichtenden Kursen gedacht haben. Das könnte eben auch gerade ein Grund gewesen sein, warum möglicherweise nicht alle an den freiwilligen Kursen teilgenommen haben. Aber dazu müsste man eben eine Übersicht haben über die regionale Verteilung der nicht teilnehmenden 5 %. Fraglich ist auch, wie eigentlich diese Elterngespräche aussehen, wo die auf die Möglichkeit des Besuchs von einem freiwilligen Vorlaufkurs hingewiesen wird. Weil, also, wenn es ja da um Familien geht, die nicht viel Deutsch können oder zu Hause nicht viel Deutsch sprechen, müsste ja eigentlich bei diesen Gesprächen auch ein Übersetzer oder eine Übersetzerin dabei sein. Das würde mich auch mal interessieren, wie dann tatsächlich darauf hingewiesen wird bei den Eltern. Erstaunlich finde ich die Stellenzahl, die Sie hier als Mehrbedarf ausweisen. Ganze 210 Lehrerstellen dafür, dass die restlichen 5 % dazukommen. Also, ich möchte mich jetzt hier nicht über die Schaffung von Lehrerstellen beschweren, ganz im Gegenteil. Aber hier klotzen Sie ordentlich, und an anderer Stelle, wo dringend auch Stellen gebraucht würden, sind Sie eher knausrig. 159 Stellen wurden ja im Haushalt aus der Beschulung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern gestrichen, also aus der Sprachförderung. Also bei den Intensivklassen, bei welchen dringend Investitionsbedarf wäre, beispielsweise um die Altersgrenzen auszuweiten, wird gekürzt. Obwohl der Kultusminister sein Mantra Deutsch als Bildungssprache gebetsmühlenartig abspult, kann das also nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sprachförderung in Hessen sehr eindimensional betrachtet wird. Herkunftssprachlicher Unterricht, der nachweislich die beste Sprachförderung auch für die deutsche Sprache ist, bleibt weiterhin Privatsache und wird den Konsulaten überlassen. Insgesamt bin ich gespannt auf die Anhörung und hoffe, dass die Landesregierung beim Thema Sprachförderung nicht auf die Stimmungsmache aus der Union-Bundestagsfraktion hört.